Willkommen zurück zur ESL Pro League Relegation und 99 Damage. Mein Name ist der Wu und jetzt kommt Complexity gegen Torqued. Die erste Map wird Inferno sein, wie ihr sehen könnt. Danach kommt Cash und dann, wenn wir es brauchen, Train. Und Torqued hat Bock zu pushen. Sehr schnell zu pushen. Das schaut auch gar nicht so schlecht aus. Aber jetzt kommt das Kreuzfeuer. Okay, kein Kreuzfeuer mehr. Kuster und Swag räumen da ganz schnell auf. Dev jetzt der letzte Spieler. Einer der stärksten von Complexity. Wir dürfen ihn nicht unterschätzen, aber gegen 4 Ts, was soll er da schon großartig machen? Die Bombe gelegt, er hat ein Kit, aber kein Armor. Er hat Booster Schulter gesehen, aber AZK deckt sein Teammate perfekt. 1:0 für Torqued, die mit Swag, Steel und AZK 3 richtige Legenden haben, die lange Zeit nicht im Profibereich mitspielen durften oder nur sehr begrenzt. Jetzt hat ja vor nicht allzu lange, ist es glaube ich mittlerweile schon her, die ESL announced, dass sie die Albert Power Jungs begnadigen und dadurch hat sich Torqued geformt. Interessant auch bei Complexity, kurz drüber reden, werden wir den Anfangsabtausch sehen. Yes, Gangster. Kill gegen Polo. Der zieht sich da erstmal wieder ein bisschen zurück. Sie wollen jetzt diesen Vorteil nicht herschenken und als ich es sage, geht Jace in der Mitte down. Jetzt muss Dev ein paar Siegelbretter rausknallen. Svenny hatte sein Teammate auf den Schultern. Beide konnten nicht besonders viel gegen den weiteren Push der Jace machen. AZK nimmt da den Raum ein und es wird wahrscheinlich dann auch der B-Spot werden. Wir sehen ja schon, dass Swag mit der XM rotiert. Und ich komme gleich nochmal auf Complexity zu sprechen. Will euch das auf jeden Fall noch erzählen, was da in dem Lineup gerade abgeht. Also nicht vor kurzem gewechselt. Aber schauen wir erstmal, ob Slammy da nicht noch ein paar Headshots macht. Ja, schön. Da macht Kuster gleich mal einen Spagat vor Freude, dass er diesen Headshot fangen durfte. Die Bombe wird gelegt, AZK deckt sein Teammate. Slammy weiß natürlich, was auf ihn wartet auf der anderen Seite dieser Ecke. Dev mit der Diege weiterhin verzweifelt auf der Suche nach irgendwelchen Ts, die rausschauen. Er weiß, dass er seinem Teammate aus der Construction helfen muss, sonst wird Slammy höchstwahrscheinlich zu leicht abgeaimt. Jetzt kommt der Push von Android auch. AZK ist down, damit der Weg für Professor Chaos eröffnet, aber Steel ist auf den Boxen und auf der Hut. Und jetzt ist er auf dem Boden. Swag hat nur die Shotgun. Der hat aber kein Kit. Die Bombe tickt zu schnell. Das wird er nicht schaffen. Swag zeigt sich ein paar Mal. Ja, da braucht auch die Shotgun relativ lange. Swag wird versuchen, noch eine AK zu bekommen. Geht aber nicht. 2:0 für Torqued. War eine schwere Geburt. Eine sehr schwere Geburt. Viele Kills für die CTs, wie ihr sehen könnt. Das hält das Geld der Ts auch ziemlich niedrig. AZK hat jetzt eine AK geholt. Weiß nicht, ob sie noch eine... Ja, Steel wird da sicher auch eine holen. Booster aber nicht. Der bleibt bei der P250. Da haben wir eine wilde Mischung bei Torqued und die wilde Mischung bei Complexity im Lineup. Ihr habt es vielleicht nicht mitbekommen, ist ja in der amerikanischen Szene. Wir haben einen kleinen Wechsel. Slammy und Professor Chaos werden durch die alten Optik-Boys, Shazam und Dings, Stanislav, ersetzt. Und Dings. Das ist immer eine der besten Umschreibungen. Also da war der Wechsel schon, ist der Wechsel bekannt gegeben worden während der Saison. Die haben das vor einer Woche oder so, ein paar Tagen im Endeffekt ausklamüsert gehabt und deswegen muss Complexity weiter mit dem anderen Lineup spielen, mit ihren alten Leuten. Die werden sich höchstwahrscheinlich trotzdem richtig reinhängen, immerhin sind sie ja noch Teammates und vertraglich auch gebunden, ihr Bestes zu geben. Aber ist natürlich schade für Slammy und Professor Chaos, dass sie da aus Complexity raus müssen, auch wenn sie dann... Stell dir mal vor, du spielst
um den Aufstieg in die erste Liga. Und dann steigst du auf und du darfst nicht mal mitspielen, weil du vorher schon von deinen Teammates gekickt wurdest. Das ist selbstverständlich auch eine böse Situation für Slammy und Professor Chaos jetzt. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, ich bin mit meinem damals Floorball-Team in die erste Liga aufgestiegen und bin dann verletzungsbedingt für immer in den Ruhestand befördert worden. Richtig dumm, aber wir haben das Aufstiegsspiel gewonnen. Ich habe mich mega gefreut für die Jungs, die jetzt auch weiter in der ersten Liga spielen. Und natürlich dann die ein oder andere Träne verdrückt. Vielleicht geht das Slammy und Professor Chaos dann demnächst auch so. Aber dann müssen sie erstmal gegen Torque gewinnen. Sonst wird es um einige schwerer. Wir haben natürlich auch ein Loser Bracket. Also der Verlierer ist nicht gleich raus. Aber der Verlierer wird es schwerer haben. Professor Chaos schon down. Boiler Room. Android riskiert diesen Peak. Das war echt wichtig, dass Ye ihn da noch deckt. Ja, ein bisschen verwirrter, als ich eigentlich hätte sein müssen, dass Ye sich Yeister nennt. Irgendwie habe ich da komplett den Faden verloren vorhin. Er deckt jetzt die Mitte zusammen mit Android. Da passiert erstmal nichts, denn Torqued zeigt sich nochmal an B. Jetzt kommt die Aktion der CTs. Yeister sprayt einfach mal in den Smoke. Und Torqued denkt sich, ja gut, der ist offensichtlich noch relativ close. Wenn ihr den schnell aus dem Weg räumt mit einer Flash oder zwei, dann können wir den A-Spot überrennen. Das scheint der Plan von Torqued zu sein. Sie flashen schon in die Mitte. Yay zieht sich intelligenterweise zurück. Sein Teammate ist jetzt auch schon close an der Pit. Wenn sie die Pit und lang haben, können sie den A-Spot auch gegen vier Leute noch halten. Aber Yay muss jetzt treffen. Da führt kein Weg dran vorbei. Er wurde schon an der Ecke geprefired. Swag smoked den Spot ab. Android damit erstmal alleine. Guter Schuss gegen Cooster. Er geht auf kurz. Yay versucht zu verzögern, aber Android ist jetzt der einzige am A-Spot. Er hat jetzt Support. Dev ist in der Bibliothek. Könnte jetzt vielleicht das gegen den Plant machen, aber Steel rutscht ihm durch. Ganz knappes Ding, dass Steel nicht gestorben ist gegen diesen Unspray oder Untap von Dev. AZK im Spot. Steel geht zu weit raus. Wird er getradet, aber AZK im 2-on-1. Android kommt von kurz, was weiß er. Und er wartet an der Ecke. Er weiß genau, der Kantenvorteil liegt auf seiner Seite in diesem Moment. 4-0 für Torqued. Wieder ein 1-on-1. Knappe Runden zwischen diesen beiden amerikanischen Teams. Complexity ist so, so nah dran, die Runden zu gewinnen. Und Swag spielt einfach weiter die XM. Neue Meta. Die zweite Runde hätten sie deswegen fast verloren. Wir haben Android in den Apartments gehabt. Der zweite ist Professor Chaos. Idealerweise steht man da schon von Anfang an so, dass man sich traden kann. Polo hat keine Probleme gegen Dev da in der Mitte. Slammy versucht es mit der P250. Wird aber auch nicht belohnt. Und Polo macht einen Kill nach dem anderen. Die McTen in seinen Händen. Das geborene Gelddruckgerät. Vier Frags. Und Zwerg hat einen mit der XM geholt. Dann ja, ordentlich Geld für Torq. Seht ihr selber. 9000 für Zwerg, 7000 für Polo. Zwei AWPs jetzt bei Complexity. 5-0. Auf der T-Seite von Inferno. Torq schaut sehr stark aus. Es ist aber eine ihrer besten Maps. Generell kann man sagen, dass der Map-Pool sich bei den beiden Teams weitestgehend überschneidet. Deswegen sind sie mit dem Map-Veto auf jeden Fall auch zufrieden. Torq hat Inferno gewählt und Complexity mit Cash oder hat Cash genommen. Ich müsste aber fast sagen, dass Torqued wahrscheinlich hier der kleine Favorit ist.
Vor allem eben auch mit dieser Line-Up-Geschichte bei Complexity. Zu bezweifeln, dass sie da am Ende noch so stark so viel trainiert haben. Sie spielen ja schon in anderen Ligen mit dem neuen Line-Up. Also ist der Fokus auf die Zukunft gerichtet. Ja, natürlich für Complexity schön, wenn sie die Zukunft in der ESL Pro League auch verbringen würden. Vor allem für so eine renommierte Organisation wie Complexity ist es schon wichtig, das Prestige auch zu behalten. Swag am Lurken, schaut nach den Exit-Frags. Währenddessen lässt sich Jay noch einen gönnen. Wow, der Schuss war richtig geil. Ich liebe das, wenn zwei Leute so wie gerade genascht werden. Swag. Aber ich meinte gerade, ich liebe es, wenn die AWP-Spieler noch mitziehen und dann diesen Close-Kill mit der AWP machen. Das ist einfach super schön, wunderschön. Und 6-0 für Torque, das finden die sicher auch wunderschön. Complexity kann das sicher nicht nachvollziehen, diese Freude, die Torque empfindet, denn Complexity kriegt auf der CT-Seite gar nichts gebacken. Jetzt fehlt ihnen das Equipment, die Waffen. Sie haben, also auf der anderen Seite hat Torque so viele verschiedene erfolgreiche Runden schon gespielt, dass sie sich einfach nur irgendwas aussuchen müssen. Swag lurkt schön in den Apartments, die Banane war auch kein Problem. Complexity konnte nur das eine Mal so richtig was entgegensetzen, das war auch Androids Verdienst. Aber selbst da ging es ja nicht gut aus für sie. Und auf eine individuelle Performance kannst du dich nicht unbedingt immer verlassen. Das ist ja Spanisch, das Huhn. Also Pollo. So wie Mallorca. Das ist ja auch nicht Mallorca. Oder Mallorca. Ich versuch's richtig zu machen, aber ich kann nicht versprechen, dass ich nicht ab und zu trotzdem Pollo sag. Hätte auch mal ein A davor tun können. Jetzt haben wir die beiden Abgänge im Tour und Four. Professor Chaos und Slammy. Die Jungs, die ersetzt wurden. Von Shazam und Stanislav. Ja, und das Warten hat begonnen. Die Bombe wird demnächst irgendwann mal los hochgehen. Und AZK nutzt die Zeit, die Mitte schon mal abzuchecken. Sieht es sehr vorsichtig in den Apartments. Hat AZK direkt hinter sich. Schönes Teamplay. Wenn ihr mal Steel geschaut habt, ob auf seinem Stream oder sonst irgendwo, dann wisst ihr, was für ein unglaublich intelligenter Spieler er ist. Und er pocht auch auf die Basics. Er kann zum richtigen Terroristen werden, wenn man da Fehler macht. 7-0 für Torqued. Sie haben Steel zwar noch verloren in der Mitte, da war aber kein großes Problem. Denn die Runde war ja schon sicher. Complexity hat jetzt aber wieder Waffen. Zwei AWPs, das ganze Equipment. Alles, was sie brauchen. Wie vorhin in der Waffenrunde schon. Jetzt muss es aber funktionieren. Wenn es jetzt nichts wird, dann ist die Halbzeit sowas von gelaufen. Dann ist Torque nicht 7-0 vorne, sondern wahrscheinlich sogar 9-0. Und 9-0 auf der T-Seite von Inferno. Nee. Boah. Sehr wichtig, dass Dev da den Wall-Hit setzt. Schöner Wallbang von ihm. Torque dementsprechend auch erstmal ratlos, was sie machen sollen. Sie etablieren Mitte-Kontrolle gerade. Complexity immer noch zu dritt an B, obwohl da nichts mehr kam. Sie sehen nichts. Jetzt kommt erst die Rotation. Richtig spät. Android steht aber noch auf kurz und offensichtlich vertrauen sie ihm sehr, sehr stark. Denn das war Mut zur Lücke von Complexity. Wenn da eine gute Flash kommt, ist Android sowas von tot. Aber Complexity gewinnt dank ihm auch ihre erste Runde. Der macht noch den zweiten obendrauf. 7-1 Brasil. Ich habe vorhin schon gesagt, dieses Jahr ist wieder WM. Jetzt haben wir schon zum zweiten Mal am heutigen Tage ein Brasil in einem Match, das ich caste. Also heißt das, wir gewinnen? Mal sehen. Ich
weiß gar nicht mehr, wer bei Deutschland spielt. Es ändert sich ja doch sehr viel immer, alle 4 Jahre. Einige Eckpfeiler des alten Teams sind das schon weggebrochen. Genauso wie bei Complexity. Aber yay, ist einer, der bleiben wird und der hier auch ein gutes Spiel liefert. Android genauso. Schon wieder am A-Spot die Runde eröffnet von Android. Also mit eröffnet, sagen wir es mal so. Slammy steht dann lang. Ich habe schon kommen sehen, dass er sich zurückzieht, um die Nate zu werfen. Und genau in dem Moment kommt Steel um die Ecke. Jetzt hat er die Bombe auf dem Rücken. Das ist nicht gerade geil für Torque, denn Steel würde jetzt am liebsten lurken und seine Teammates die Arbeit erledigen lassen. Das ging dann trotzdem einfacher als erwartet. Steel aimt Yay ab und auf der anderen Seite des A-Spots holt sich Poyo den Kill. Also das 3 gegen 2 für Complexity an der Zeit zu saven. Sie werden auch wegbleiben und Torque gewinnt somit die 8. Runde, nachdem sie vorhin zum ersten Mal verloren haben, nach 7 Runden. Ist das Geld der CTs selbstverständlich nicht besonders stark. Aber Depth kriegt, also sie kriegen ja alle nochmal 1400 oben drauf. Dann können Android und Yay können auf jeden Fall selber kaufen. Depth und Professor Chaos können Slammy über die Runden helfen. Und dann haben wir einen Fullbuy von Complexity. So wie sie gerade spielen, sind meine Hoffnungen auf Inferno aber eher gering. Diesmal keine Doppel-AWP von Complexity. Das Equipment schaut aber gut aus. Und es liegt immer sehr viel Verantwortung auf Death auch. Der hat in der Mitte schon sehr oft auch aggressiv reingepiekt. Bin da kein großer Fan davon. Die CTs haben da mehr zu verlieren als zu gewinnen. Deswegen geht er auch wieder zurück. Android steht da mit an kurz. Und Yay deckt die Apartments. Ist aber noch sehr früh in der Runde. Also es ist noch nicht in Stein gemeißelt, wie am Ende die Position der CTs und der Ts ausschauen. Torque arbeitet erstmal in der Banane. Gleichzeitig lurkt Poyo im Hausmeister. Gute alte Boiler Room. Bleibt auch. Ja, da kommt der Molotow im genau richtigen Moment. Aber die Bombe geht gleich auf den B-Spot. Da kommt es jetzt auf Slammy und auf Professor Chaos an. Die beiden alten Hasen. Ein schöner Trade von Slammy. Yay und Professor Chaos haben zugeschlagen, aber der B-Spot ist eben trotzdem gefallen. Das bringt ihn herzlich wenig, wenn auf Arne ein Frag fällt gegen Poyo, der nur gelurkt hat und gleichzeitig B auseinandergenommen wird von Torque. Die Bombe gelegt. Yay und Android brauchen noch ein bisschen, bis sie sich sortiert haben. Weil Yay noch an A abgehangen ist. Android cleart schon mal die Construction alleine. Jetzt kommt der Molly. Hinten in die Ecke. Yay wagt sich zu weit vor. Kusta hat ihn abgeaimt. Er ist extrem stark auch mit der AWP. Und Swag lässt Android nicht mal mehr einen weiteren Schritt zum Spot laufen. 9:1 für Torque. Genau der richtige Go im genau richtigen Moment. Complexity steht zu dritt an kurz. Damit sind die Rotations halt mörderlang. Wenn sie hier zu zweit wow, die Maus ist echt komisch. Wenn sie zu zweit an lang stehen und einer nur hier, dann kann der wenigstens schnell aushelfen. Das hätte dann wahrscheinlich auch gereicht, um nochmal was zu erreichen hier am B-Spot. Aber so hat Steel den richtigen Call gemacht. Eine wichtige Runde, um Complexity komplett zu resetten. Ich muss jetzt einmal saven, dann gibt's wieder einen Fullbuy für Complexity. Torque hat das Heft sehr stark in der Hand.
Ja, na, Anti-Eco, glaube ich nicht, dass sie hier anbrennen wird. Yay holt sich aber wenigstens schon mal Poyo. Ja, jetzt muss er sich, ja, die Flucht nach vorne antreten sozusagen. Jetzt muss er sich verziehen. Swag auch gleichzeitig durch die Apartments gegangen. Das Timing generell stimmt echt gut. Swag nimmt sich jetzt auch nochmal Zeit mit dem Molotow gegen Android. Der hat zwar nur 3 HP, das weiß Swag aber eigentlich gar nicht. Der konnte nicht genau sagen, wie viele Schüsse er getroffen hat durch die Wand. Ich hoffe zumindest, dass es... Immerhin ist das LAN. Und Android ist ironischerweise der einzige Überlebende der CTs mit 3 HP. Ja, der will die Waffe von Poyo. Wenn ich nicht falsch liege, liegt die da, ja. Ja, und die AK zu saven wäre gar nicht so verkehrt für sein Team. Können sie nämlich nochmal... Können sie überhaupt auf eine Awe? Wir müssen erstmal schauen, ob er die AK überhaupt saven kann. Also sie haben jetzt 3 Runden. Oh, nee. Swag halt. Sowas von stark, dieser Swag. Slammy callt die taktische Pause. Und sie haben genug Geld für die AWE, so oder so. Sonst haben sie halt keinen Armor. Wenn er die AK saved, haben sie Armor. Ja, blöd, dumm gelaufen. Warum haben sie dann Armor, wenn Dev doch 5000 hat und Gay 4800? Weil der eine sich Armor kauft, der andere ihm die AK droppt und der andere dem einen die AWE droppt. Nee, wäre trotzdem nicht rausgegangen, oder? Warte. Nee, wäre nicht rausgegangen. So oder so hätten sie Glass Cannon spielen müssen. Hätte nur geklappt, wenn EA Armor gesaved hätte. Oder Dev Armor gesaved hätte in dem Fall. Ist ja vollkommen wurscht. Einer der beiden hätte Armor gebraucht. Dieses Mittelspiel von Complexity ist bisher nur mäßig erfolgreich war, wie man am Score auch ablesen kann. Weiß nicht, was sie in der taktischen ausklamüsert haben. Wahrscheinlich, dass Torque gerade sehr viel auf A-Initiative bekommt. Es geht gar nicht so sehr darum, ob Torque dann auch auf den A-Spot geht, was sie diese Runde definitiv tun werden, sondern dass Complexity dann nicht mehr genug Map-Control hat, um zu sagen, ob es B oder A wird. Und deswegen geht Complexity erstmal zu viel in die Mitte. Ojo, schöner 180, aber es bringt alles nichts, denn Android und Yay räumen auf. Die Bombe in der Mitte gedroppt, Swag kommt zwar aus den Apartments raus, aber jetzt ist er gegen 3 CTs alleine und Yay aimt ihn ab, während Android ihn pusht. Genau richtig gemacht. 2 Runden jetzt für Complexity. Es ist Stimmsounds vertauscht. Was meinst du, Nils? Die Stimmsounds... Also meint ihr, dass links-rechts vertauscht ist, oder was? Aggressives Setup für Complexity bereithält. Erstmal ein Frag für Professor Kemp, dann wird aber von Swag 3 Kills gemacht und damit ist diese Runde fast schon wieder vorbei. Android könnte noch was dran ändern, aber AZK den besseren Winkel mit der AK. Android konnte kaum mehr was sehen, weil er so gegen die Kante gerotzt hat. 1 gegen 4. Da wird Dev auch wegbleiben und die AK, die AWP versuchen zu saven. Das kann ja nicht sein. Das war vorhin noch nicht so, oder?
Also Nils war vorhin auch schon da. Kannst du mal kurz im Chat schreiben? Ey, ich habe hier eh nur Mono-Output bei mir. Das ist, also ich kann das nicht sagen, ob das jetzt so oder so rum ist. Oder? Hab ich? Wie kann dann das sein? Ich habe ja nichts umgestellt. Deswegen. Ja, da müssen wir jetzt wohl mit leben. Das liegt zum Goatee. Das ist die plausibel erscheinen. Aber warum sollte der Goatee den Soundfallschirm ausgeben? Auch wieder die Frage. Wenn es vorhin nicht so war. Und jetzt so ist. Hier am Soundboard nichts verändert wurde, ich nichts am OBS verändert habe, ich war nicht mal offline, wir waren die ganze Zeit durchgehend online. Es ist der gleiche GoTV-Server auf einem anderen CS-Server. Das ist die einzige Änderung, die zum Spiel davor stattgefunden hat. Also muss es eigentlich daran liegen, obwohl es aber keinen Sinn macht. Sehr spannende Safe-Situation, Death mit zwei schönen Shots, aber das sind halt auch so die Shots, als AWP-Spieler musst du die hitten, die laufen dir rein. Warum laufen sie dir rein? Weil sie dir reinlaufen wollen, nicht weil sie müssen. Und das ist der entscheidende Unterschied, wenn du während der Runde spielst, verhalten die Spieler sich ja natürlich komplett anders, als wenn sie jetzt auf Exit-Frags gehen. Da sieht man immer, dass die reinlaufen, wie die soll. Und Complexity braucht Dev am Anfang der Runde, nicht am Ende. Jetzt gibt es eine CZ-Round von Complexity. Dev hat eine Mac 7 am B-Spot dabei. Und hier gibt es eine kleine Umstellung bei denen. Professor Chaos ist nicht mehr drüben auf dem B-Spot, sondern jetzt bei A. Noch lässt sich Talk sehr viel Zeit. Poyo wie immer zusammen mit Swag in den Apartments. AZK arbeitet an der Banane und Steel tobt sich mit Kuster irgendwo in der Mitte aus oder schwingt dann eben rüber zu A oder zu B, je nachdem, wie sie gerade lustig sind. Jetzt hat Complexity aber schon drei Spieler am B-Spot stehen. Torque schaut auf jeden Fall so aus, als würden sie den angreifen wollen. Vorsicht ist geboten für die lieben Torque-Spieler. Vier Leute von Complexity. CZ auch dabei. Wer steht schon mal oben mit der Max-Lab? Verschießt einmal die CZ von Slammy. Richtet AZK hin. Steel hat nur noch 7 HP. Das wird im Keim erstickt, dieser Push. Aber, guess what? Swag mit 2 Kills. Macht es wieder möglich. Poyo ist noch nicht aus dieser Runde. Denn Swag hat es irgendwie nochmal geschafft, 2 Kills zu machen. Schaut euch die Leichen an. Das ganze Blut. Das ist echt schlimm. So brutal. Poyo im 1 gegen 2. Yay steht rechts. Slammy in der Construction. 8 Sekunden hat Poyo noch. Jetzt muss er gleich legen, das hat er verloren. Außer die CTs sind extrem debil und vergessen, dass die Runde gleich aus ist. Poyo hätte da ruhig reingehen können. 3 zu 12, Complexity holt sich also 3 Runden gegen Torque. Da wäre ich ziemlich sauer.
wenn ich bei Complexity spielen würde. Na, Steven! Hi! What the fuck? Geil, Mann. Mir geht's gut. Hoffe, dir geht's auch gut. Richtig geil nochmal. Schöne Grüße an dich. Oder viele Grüße, besser gesagt. Hat Swag einen Teamkill gemacht? Das kann schon sein. Ich habe im Hinterkopf gerade, also eine Gehirnhälfte arbeitet an dem Soundproblem, die andere redet. Schauen wir mal die Pistol Round an. Dann wissen wir, vielleicht ist es ja dann auf der zweiten Map wieder anders. Poyo und Kooster stehen da im Crossfire an der Banane. Und Steel kommt ihnen zur Hilfe. Nicht unbedingt rechtzeitig. Poyo versucht wegzukommen. Steel hält die Kante. Poyo zieht sich in den Spot zurück. Steel jetzt mit dem nächsten Kreuzfeuer. Complexity realisiert, dass es da kein Durchkommen gibt. Und sie orientieren sich zum A-Spot um. AZK hat währenddessen sich schon mal in den Apartments breit gemacht. Und Swag an der Headshot-Posi in der Pit mit der USP. Da werden die Glocks keine Chance haben gegen ihn. Könnt ihr euch schon mal auf den einen oder anderen schönen Klick freuen von Swag. Oh, habe ich euch jetzt gespoilert. Außerdem zwei sehr schöne Kills von AZK an der CZ. Der hat jetzt schon mal gespottet, dass da einer in den Apartments abhängt. Jetzt hat er die Bombe auch gesehen. Rotation kommt auch gleich. Sehr viel Schaden gemacht. Swag zieht sich zurück. Da ist der erste Klick. Aber Slammy lässt sich nicht lumpen. AZK hat keine Munition mehr. Und so wird es doch noch ein 2-on-2. Die Zeit, die sie rausgeholt haben, war nicht lang genug. Und kann man jetzt sagen, wenn AZK einmal committet, dann killt er womöglich beide in Apartments. Er wollte es safe spielen. Und das war im Endeffekt dann nicht der Fehler. Aber eben in dem Moment das Falsche. Die Posis der Tees sind aber auch interessant. Also Android kriegt da sowas von ins Gesicht. Slammy, aber an der Glock. Oh, Poyo. Like Chicken. Wird er da zerhäckselt. 12 zu 4. Complexity gewinnt die Piste. Ja, und der Shot war richtig nice. Was für ein krasser Flick von Slammy. Aber Steel hat ja auch Android so aus dem Leben gebolzt. Sie geht Talk gleich mal auf ihre CZ-Round. 5-7 für Steel. USP. Ein Kuster. Safe natürlich auf die AWP. Und Steel hat Equipment gekauft. Um seine beiden CZ-Spieler zu supporten, Poyo und Swag. Falls es die Banane werden würde, hätte Complexity höchstwahrscheinlich ein Problem. Bombe ist aber gerade noch in der zweiten Mitte. AZK und Kooster werden da, denke ich mal, nicht ganz so viel Widerstand leisten können wie ihre drei Teammates am B-Spot. Android hält sich aber noch zurück, genauso wie Professor Chaos. Sie haben Dev in der schönen Position in der B, in der Banane, in der B. Und Kooster steht mit der USP einfach nur auf gut Glück. Ja, hoffentlich checken sie mich nicht. Wenn sie ihre Rücken zu mir drehen, dann schieße ich ihnen zwei, dreimal in den Kopf und dann fällt der eine oder andere um. Aber er schaut raus. Dafür ist die Information für AZK sehr wertvoll. Er sticht aus seiner Posi raus, killt Slammy. Und wird dann aber getradet durch Android. Also die Gefahr wieder gebannt. Swag ist jetzt in der Bibliothek, hat sich aber auch schon gezeigt. Yay, rennt einfach auf ihn zu. Wer rennt denn auf eine CZ zu? Swag sprayt sogar nochmal in die Smoke, um zu schauen, ob er da nicht nochmal einen Kill bekommen könnte. Jetzt hat er eine AK. Das ist sehr gefährlich, aber Dev prefired ihn einfach. Und dadurch, dass Swag schon einen
Schuss bekommen hat und seit 16 AP, ist er dann natürlich ein sehr leichtes Ziel. Nightroid mit einem zweiten Frag an der Galil. Complexity gewinnt also jetzt auch die zweite Runde in der zweiten Halbzeit und legt den Grundstein für ein Comeback. Crider, bis bald. Freut mich auch, dass ihr so zahlreich zuschaut. Obwohl es nordamerikanisches CS ist, habe ich im Moment nicht viel an Torque auszusetzen. An Complexity reden wir da mal wann anders drüber. Steel und Co. wieder mit dem Full Save. Started 4000. Nächste Runde wird das also ganz gut. Und warum will ich über Complexity gerade nicht reden? Naja, natürlich will ich über sie reden, aber sie sind eben in einer komischen Lage gerade. Zwei Spieler, die jetzt schon aus dem Lineup raus sind, die auch die anderen Matches außerhalb der Pro League und der ESL nicht bestreiten. Sie spielen jetzt trotzdem um den Aufstieg mit einem Team, von dem sie wissen, dass sie da nicht mehr drin sein werden in der nächsten Season. Also ist das für Slammy und Professor Chaos vor allem super komisch. Hat den höchsten Respekt, dass sie es so noch durchziehen. Android und Slammy machen da auch einen guten Job in der Mitte. Steel wird währenddessen an B von drei Leuten überrannt und Swag hofft drauf, dass Slammy jetzt ein bisschen verschießt. Und nochmal der Schulterpeak. Ja, und sobald er ganz rauspeakt, ist Slammy da. Aus ihm wäre Professor Chaos von hinten gekommen. Der hat sich sogar noch eine AK gekrallt. Nee, eine Galil. War knapp. 6 zu 12 also. Und die erste Waffenrunde. Für Torqued gibt es gleich mal eine AWP. Kuster hat sich eine Smoke gekauft. Steel investiert nur sehr wenig in seine Waffe und umso mehr in Equipment. Ich habe schon gesagt, er ist ein extrem intelligenter Spieler. Ja, Outspooks, ich habe es genau in dem Moment, in dem du anscheinend connected hast, erklärt. Der Complexity hat gewechselt während der laufenden Saison bei der ESL der Rosterlock. Und deswegen dürfen die Neuen noch nicht mitspielen. Poyo unglücklicherweise von Swag verbrannt worden nach seinem Kill. Dadurch das 4 gegen 4. Complexity will wieder rotieren nach B. Steht der Steel. Der hat gerade laut die Waffe gewechselt. Daraufhin sofort der Spray von Android durch die Smoke. Steel zeigt sich sogar nochmal. Da kann er froh sein, dass er so unbeschadet wegkommt. Wenn die T's da noch mehr Nades und Molos haben, dann hat Steel dann ein Problem. Er fällt aber den Winkel an. Slammy schiebt den Popo vor. Wenn das Booster nicht ganz so schwer hat. Close den ADK. Das ist aber ein altes Setup. Ein sehr altes Setup. Das auch sofort rausgenommen wird. 2 gegen 2. Swag in der Pit gegen Dev und Android. Steel ist auf dem Weg, aber der braucht noch ein paar Sekunden. Swag will so viel Zeit wie möglich rausholen. Das schafft er nur bedingt. Denn Android ist einfach on fire. Mit zwei schnellen Kills besiegelt er das Schicksal. Torqued verliert auf der CT-Seite die erste Waffenrunde und eben auch die Pistol Round. Das Comeback von Complexity is real. Slammy hat die UMP, um Geld zu holen. Ja, wenn man zur Bank geht, nimmt man immer eine SMG oder eine Shotgun mit. Kennt ihr sicher aus dem einen oder anderen Film oder einer Netflix-Serie oder einer Serie. Jetzt habe ich hier Schleichwerbung gemacht. Ja, Kuster schaut in den Apartments, dass er einen Headshot bekommt, aber ich glaube, derjenige, der einen Headshot kriegt, ist eher er und nicht der Gegner. Es ist da nicht auch... Ah, nee. Poffo wäre es, wenn es ein J wäre. Sorry. Weil ich gerade über Poyo denke. Denkt über die CZ nach. Findet die ganz cool.
Ja, ist übrigens ganz klar, jeder, der die CZ cool findet, hat keine Ahnung von CS. Wir hatten das Thema ja vorhin schon bei DAS 2. Bloß, dass ich gesagt habe, wer DAS 2 nicht cool findet, der hat keine Ahnung. Stil. Hat er gut reingeschaut. Juckt aber niemanden. Dev bleibt weg. Die AWP ist ihm zu wertvoll. Dass er da von der 5-7 und der Deagle überpusht wird. Und Stil, hat das schon gemerkt. Der weiß schon, Dev ist gerade alleine. Aber der hat eine CZ, also allein kann man das nicht nennen. CZ ist teilweise stärker als 5 Mann zusammen. Und jetzt ist Professor Chaos da. Sie wissen, dass Swag da irgendwo rumhängt. Der will jetzt wegbleiben, vielleicht noch einen Kill machen. Das wäre schön, aber Android ist schon unten an den Stairs, unerwartet für Swag. Und Complexity stellt auf 12 zu 8 um. Nächste Waffenrunde, nach 5 in dieser Halbzeit, haben die CTs wieder genug Geld, um zu kaufen. AWP gibt es wieder für Guster. Complexity schaut auf der T-Seite schon viel besser aus, aber im Moment haben sie nur eine Pistole und eine Waffenrunde gewonnen. Das ist nicht so viel, wie man denken möge. Resultiert zwar in 5 Runden, aber wir sehen schon, Kuster hat Bock, geht in die Mitte auf den Peak, sehr aggressiv gewesen. Hat er Dev rausgenommen und Jay hat nur 24 HP übrig. Worst Case für Complexity. Tork kann sich zurücklehnen und die T's kommen lassen. Aufstellung auf A, diese Schräge hier. Kuster schaut lang. AZK hat kurz zusammen mit Swag im Kreuzfeuer. Jetzt Poyo und Steel zusammen an B. Gegen Android und Slammy erstmal. Oh, das Timing! Da würde er sich aufregen, der Steel. Armer Steel. Mensch, Joshua. Die Teammates können saven, das ist ein schwacher Trost für Torqued. Aber durch den Loser-Bonus können sie nächste Runde dann wieder kaufen. Und also die Texturen auf dem neuen Dust sind halt echt nicht so geil. Aber Dust 2 an sich als Map, als Prinzip, ist super interessant. Complexity bleibt selber... Naja, also sie bleiben nicht im Spot, aber Exit Frags zu holen schaut ein bisschen anders aus. Slammy geht zwar jetzt vor, zusammen mit Yay. Ja, es war so ein bisschen an. Ja, wir gehen mal raus. Wir schauen, ob uns einer reinläuft, aber die CTs aimen halt dann dich ab. Complexity könnte da noch aktiver nach den Frags suchen. Jimmy! Aber Steels feste Stimme im Teamspeak bis hierher hören können bei dem Timelack. Ich auch. Also im inneren Ohr habe ich sie wieder hallen hören. Torqued wieder mit dem ersten Kill in der Runde. Diesmal von der Banane aus. Also Complexity kommt aber auch nicht gechillt in die Runden. Trotzdem gewinnen sie sie. Und da habe ich den äußersten Respekt vor ihnen. Nach so einer desaströsen ersten Halbzeit 12 zu 3. Sich so zu fangen. Und das gegen ein Team wie Torqued, das jetzt nicht unbedingt für undiszipliniertes Verhalten bekannt ist oder sowas. Und jetzt geht's auf den B-Spot. Meistens die letzte Möglichkeit in so einer Situation, wenn du... Oh, Steel mit der Minigap. Sogar abgedrückt. Gerade so, dass er keinen Schaden gemacht hat. Polio ist aber zur Stelle. Durch die Smoke holt er sich Slammy. Die Bombe wird gleich gelegt und die CTs können 5 gegen 3 Retake auf B gehen. Steel hat Construction Control. Er weiß, dass niemand im Dark ist. Polio hat keine Sideline mehr. Steel sprayt aber schon mal in den Spot. AZK sieht ja, wo die T's hingehen wollen würden.
Schauen wir mal, ob der Autodirector was schneidet oder nicht. Er zeigt uns Death. Das ist halt super spannend, ja? Android macht gerade einen Kill. Director ist auf jeden Fall on point, ja? Kann man lassen. Kann man lassen. Professor Chaos mit dem Triple Kill im Spot. Android mit 2. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich die Maus, die Kamera immer selber in der Hand habe. Alles ist besser als dieser doch sehr schlecht programmierte Algorithmus. Wannabe-Algorithmus von Valve. So schwer kann es nicht sein. Falls Gegner im Umkreis von X Metern, zeige mir Spieler. Falls kein Gegner im Umkreis von X Metern, zeige mir Spieler. Falls Kill in den nächsten 5 Sekunden, zeige mir Spieler. Und das Ganze noch in der Reihenfolge. Falls Kill fällt, höchste Priorität. Falls Gegner in der Nähe, höhere Priorität, als wenn gar kein Gegner in der Nähe ist. Und wenn gar kein Gegner für 20 Sekunden in der Nähe ist, zeige mir Spieler auf jeden Fall, denn dann ist das der Lurker. Also so schwer kann das echt nicht sein. Dann noch ein Cooldown, dass er nicht wie wild so macht, wenn er, ups, nicht wild so macht, wenn Kills entstehen oder sowas. Und schon hast du das Ding programmiert. Frag mich übrigens auch nicht, warum der Autodirector so lange Verzögerung braucht auf dem GoTV, um zu funktionieren. Das würde eigentlich innerhalb von 3 Sekunden gehen. Aber egal. Ich bin nur ein bisschen deprimiert, weil wir den schönen Triple Kill, der Complexity eine sehr wichtige Runde gewonnen hat, nicht gesehen haben. Und das, obwohl ich mir gedacht habe, damit wir keine Kills verpassen, mache ich jetzt den Autodirector an. Genau in so einer Runde. Ey, das ist deprimierend. Das heißt, heute wieder 12 Stunden observen und kommentieren gleichzeitig. Nicht, dass ich das nicht könnte, aber ich würde nicht wollen, wenn ich es nicht müsste. Jetzt wird gerade lang angespielt von Complexity, da haben sie auch keinen Gegenwehr zu erwarten. Aber an kurz, Swag und AZK und sich jeweils einen Kill. Kein schlechtes Ergebnis für die CTs. Die beiden CTs werden auch ihr Armor versuchen zu saven, wenn möglich. Machen sie natürlich einen Exit-Track. Und Mr. Trouble, du hast vollkommen recht. Durch Zufall habe ich drei Semester Informatik studiert und auch privat sehr viel mit Programmieren zu tun gehabt. Das war natürlich nur Pseudocode. Aber hey, boah. Wenn ich da jetzt noch anfange mit einer If-Verschachtelung, dann werden hier die Leute ja komplett verrückt. Ja, oh, Steve! Aha, er hat's überlebt, oder was? Houdini! Steel ist außerdem auch Neo aus der Matrix. Nicht der aus Polen. Also unglaublich, 12-11 trotzdem für Complexity jetzt die Chance, nochmal einen weiteren Schritt in Führung zu machen. Denn wenn sie jetzt gewinnen, hat Talk nur den Loser-Bonus. Dann gibt es so einen Half-Buy von ihnen. Steel kann ja 5000 Euro auf den Kopf hauen. Und Complexity hätte aber die Chance, dann Talk zu überholen und ein 13-12 rauszuholen. Steel geht lieber zurück. Hat er die AWP mit Booster zusammen. Auch interessant. Auch Torque spielt sehr kurzlastig. Lassen lang offen. Und das ist gerade ein Fehler gewesen. Swag wird überrascht. Poyo muss jetzt den CT-Spawn halten. Gleichzeitig pushen seine Teammates in die Mitte. Poyo killt den Bombenträger. Cooster holt sich Slammy in der Mitte. Ist immer noch viel Action. Aber Poyo macht einen nach dem anderen kalt. Und was passiert mit Android? Der hat vorhin schon die Runden geholt für Complexity. Da ist Headshot gegen AZK. Def gleichzeitig an Cooster. Die AWP-Kugel verteilt. Und Def pusht jetzt mit der P250 in die Bibliothek. Sie haben doch genug Zeit. Eieiei. Es war sehr gefährlich. Ich meine natürlich, sie haben genug Zeit, um zusammenzuarbeiten. Da muss er nicht unbedingt alleine gleich reingehen.
Jetzt Steel im 1 und 2. Er weiß, wo die Bombe liegt. Er hat den Winkel. Er steht außerdem so, dass sie aus dem Highway, aus dem Speedway auch ihn durchs Kreuzfeuer, durchs Zielkreuz müssten. Aber er verschießt zweimal. Jetzt mit der 5-7. Der Push. Er killt der FH, aber dann ist Android da. 12 zu 12. Complexity holt sich eine Runde nach der anderen. 9 Stück in Folge schon. Was macht denn Torkt hier? Dass sie am Anfang noch chillen, war ja klar. Aber nach der ersten Waffenrunde, nach der zweiten Waffenrunde, also beim 5-0 auf dieser Halbzeit. Hier. Da muss Torkt die Reißleine ziehen. Da müssen sie sich irgendwie ein kübelkaltes Wasser benutzen. Und das ist halt auch... Come on! Wer macht denn sowas? Entschuldigung, aber das gehört verboten. Kuster, das kannst du gegen Silber 3 machen oder so. Aber da muss der Respekt gegen deinen anderen, also gegen deinen gegnerischen AWP-Spieler, da muss der Respekt hoch genug sein, dass du nicht ihm durchspringst und dann wieder piekst. Das muss aber bestraft werden. Jetzt yay. Jetzt wird's ein bisschen amerikanisch gerade, dieses Spiel. 3 gegen 3. Professor Chaos hat offensichtlich an seiner Mausgeschwindigkeit nichts verändert. Wie eh und je. Da wird jede Muskelanspannung direkt aufs Kreuz, aufs Zielkreuz übertragen. Genauso wie bei Swag. Der überträgt erstmal den AWP-Headshot an Android. Und jetzt gehen sie durch die Construction. Da steht Professor Chaos. Schöner Spray gegen Poyo. 2 gegen 2. Er flasht nochmal raus. Die Double-Triple-Bounce-Flash. Wer kennt sie nicht? Professor Chaos schießt jetzt vorbei. Slammy. Es gegen 2. AZK holt sich beide. Und der Defuse. Balsam für die Seele. Die erste CT-Runde. Nachdem Complexity 9 in Folge gewonnen hat, gewinnen konnte. Wenn man das vermischt, dann hat man halt gewonnen konnte. Und das stimmt leider nicht. Mein Sprachzentrum wird langsam von diesem Spiel ausgehebelt. Yeaster und Co. fangen hoffentlich nicht jetzt wegen dieser einen Runde an sich zu zweifeln. Sie haben viele Runden im 5 gegen 4 angefangen und trotzdem gewonnen. Und das ist auf Inferno echt nicht leicht. Darauf müssen sie sich jetzt besinnen. Nicht, dass es so diese... Oh, wir machen Comeback. Geil, nein, 9 Runden in Folge. Oh nee, wir haben jetzt eine verloren. Wir verlieren das Spiel. Hoffentlich haben sie da die richtige Mentalität noch. Die Map zwar von Torkt gewählt, ist aber auch für Complexity eine gute Map. Also da brauchen sich beide Teams nicht beschweren. Auch Cash geht auch für Torkt. Super klar. Haben eine erstaunlich hohe Win-Wahrscheinlichkeit auf Cash, obwohl sie es nicht so oft spielen. Bin ich mal gespannt gleich. Und die dritte Map wäre Train meines Wissens nach. Steel aimt nach hinten. Also das Torkt lang immer so offen lässt. Es ist... Den Complexity, die das mal ausnutzt. Feuer! Naja, sie müssen es nicht ausnutzen. Wenn sie so in den B-Spot pushen... Also, die haben ja auch komplett den Faden verloren auf B. Poyo und Steel. Einer muss mindestens den Kill machen. Dann kannst du mir erzählen, was du willst. Aber wenn du zwei Spieler an B hast und du machst keinen Kill, dann ist da ja was verdammt schief gelaufen. Und Torkt hat ja gerade eben erst angefangen, Runden zu gewinnen. Oder eine. Schaut euch das Geld an. Die müssen zu dritt saven. Und jetzt will ich mal Complexity am Exit-Fragen sehen. Ja, Android hat sie schon gespottet. Jetzt Android einfach warten. Warte auf Dev. Der Trade. Das wäre schön gewesen für Dev. Da haben sie Kuster aber auch gut reingeflasht. Also Kuster geflasht. Yay. Boah, da haben sie sich aber sowas von krass eingeigelt. Sehr treue Zuschauerin auf meinem Privatstream ist ja gerade in Rom und irgendwie muss ich gerade an sie denken, weil es mich so an die alte Römer, an die
Asterix und Obelix Römer. Wie heißt es denn? Na, Formation erinnert hat, wie sie da standen. Zwei Leute unten hier in der Pit in der Ecke. Und hier Huster als Backup. Dadurch kann Torg eben nochmal kaufen. Also es war verdammt wichtig. Oh Mann. Den Kill abzugeben tut natürlich doppelt weh. In dieser prekären Situation Complexity hätte Torg am Schlawittel. Die hätten gar kein Geld mehr. Also Loser-Bonus. 1,9 kriegen sie oben drauf. Das wär's. Also Complexity mit der Chance, nicht nur 14-13, sondern auch 15-13 in Führung zu gehen. Hier steht dann kurz, seine Teammates kommen ihm hinterher. Da ist AZK glücklicherweise mit einem M4 ausgerüstet. Wenn er jetzt zwei Kills macht von dieser Position, dann flippe ich aus. Den ersten hat er schon mal. Slammy ist down. Da ist der nächste. AZK, er tanzt weiter auf der Box, jetzt ist der Support da, Swag mit AWP, AZK hält den Spot, Professor Chaos im 1 gegen 4 mit 40 Sekunden auf der Uhr, die Bombe ist an A gedroppt, da stehen schon 3 CTs, Poyo hält lang, das wird unglaublich schwer für Professor Chaos, aber er ist ein Gelehrter und im Chaos fühlt er sich zu Hause, vielleicht kann er hier nochmal ein bisschen was verursachen, hier der Headshot gegen Poyo, jetzt wird über lang durchgepusht, AZK hat nur 4 HP, wenn Professor Chaos irgendwie das Kreuzfeuer brechen könnte. Hätte eine Chance, auf den Spot zu kommen, aber er dreht sich nochmal um. Er erwartet einen Backstabber und das ist nicht der Fall. Damit besiegelt er sein eigenes Schicksal und Torg bleibt am Ball, dank AZK. Und dank Complexities Unfähigkeit, die Box und den Spot gleichzeitig zu checken. Da gibt es Teams, die haben das schon gut drauf. Die kommen so auf den Spot, dass gleich einer reinläuft, während hier einer vorbeigeht und die Ecke checkt, läuft einer direkt nach da, um den hier schon mal in einen haarigen Fight zu verwickeln, sodass der am Leben bleibt und gegebenenfalls dann den Trade machen kann. Meistens ist dann sogar noch ein Dritter hier in dieser Richtung irgendwo, der dann auch sofort noch aushelfen kann. Da Complexity Slammy etwas zu... Also, ich meine, wir reden hier von einer Sekunde, die den Unterschied gemacht hat. Dass Lemmy hier reingeht und sein Teammate ist halt ungefähr dann da gewesen. Und deswegen kann AZK ihn killen. Sein Teammate kann nicht sofort in den Winkel eindringen, weil AZK eben hier ganz in der Ecke steht. Und sowas gewinnt dann eine Runde. Hoyo! Es war sehr optimistisch von ihm gespielt, dass er da die Banane so runterhastet. Complexity hat selber nicht mehr viel Geld. Ihr seht es, Professor Chaos hat nur eine CZ dabei. Der Frag an Poyo also Gold wert. Mehr ist das. Und der Molotov im genau richtigen Moment. Jetzt hätten sie es gewusst. Ah, Professor Chaos. Da ist er schon wieder. Die Chaos-Theorie. Butterfly-Effekt, kenne ich mich mit aus. Und Android wartet schon sehr lange an den Apartments, am Ausgang, am Balkon. Und Kusa, was hat denn die Nate gemacht? Dass die noch laufen können, wundert mich. Complexity ist aber durch. CT-Spawn haben sie eingenommen. Jetzt die Frage, B-Split oder nicht? 44 Sekunden, Slammy killt Kusa und es ist wieder nur AZK im A-Spot. Slammy, wieder sein erstes Opfer, aber dann kommt der Trade zu schnell. Swag und Steel können nicht mehr rotieren. Complexity wird also ausgleichen. Und das Geld der CTs ist unverändert schlecht. Steel hat 2000. Sie kriegen dann 1400 obendrauf. Er kann also noch eine M4 legen. Swag nicht. Und Kuster wird selbst nur 3500 haben. Ja, ist dann die Frage. Sie haben zwei Waffen, sie können eine M4 legen. Da haben sie drei Waffen. Kuster kann sich irgendwas anderes zusammenschustern. Swag zum Beispiel könnte ihm droppen. Er hat dann Armor, obwohl eigentlich jeder Armor haben kann. Dann Helm brauchen sie nicht. Kids würde ich fast weglassen. Oh, aber da frisst die dann auch leider. Vielleicht kommt der Swag durch. Nein, der auch nicht.
Und genau so will ich Complexity Exit Fragen sehen. Da verlierst du lieber 2, 3 Spieler. Ist dir auch vollkommen egal. Schau mal, die haben noch 4000 Dollar auf der Bank. Torqued aber nicht. Und schaut euch das Geld an. Jetzt muss Torqued eigentlich Complexity zum Matchpoint kommen lassen. Eieiei. Also, was machst du als Tor? Savest du oder forst du? Sie forcen. Okay. Sie vertrauen darauf, die richtige Idee zu haben, den richtigen Kniff anzuwenden. Steel hat eine UMP. Booster geht nur auf die 5-7. Ah, okay. Er kauft noch ein Kit. Gut, ich dachte mir schon, das wäre jetzt ein bisschen Banane, wenn Booster noch was drin lassen würde. Yay. Geht alleine vor. Sehr risky. Oh. Aber die Belohnung, die sie dafür kriegen, sehr viel wert. Banane schon unter der Kontrolle von Complexity. Komplett Banane. Gehört Complexity. Jetzt kommt die Smoke von Poyo. Genau auf Timing geworfen. Wenn da einer durchsneakt, dann kommt er jetzt an. Dann werfe ich jetzt die Smoke. Sie steht schon bereit mit der Flash in der Hand. Poyo und er müssen komplett ausrasten gleich. Die Team ist wieder sehr auf kurz fixiert und dadurch umso weiter weg vom B-Spot. Das macht es verdammt schwer für Torq, den Spot zu halten. Wenn sie es überhaupt versuchen. Oh, oh, Steel! Der Kill war ihm so safe! Ah, Poyo geht auch down. Ich leide richtig mit den Spielern. Das waren knappe Dinger. Slammy mit 34. Yay bleibt mit 21 am Leben. Ja, da ein kleines bisschen weiter oben zielen. Und die hätten jetzt 2 Kills. Dann wäre es ein 5 gegen 3. Oder sagen wir ein 4 gegen 3. Steel wäre höchstwahrscheinlich so oder so getradet worden in der Construction. Herz zerreißen, aber Complexity kommt von einem 12 zu 3 zurück. Mit einer 9-Runden-Streak. Slag auch noch down. Also eigentlich müsste Torq jetzt auf jeden Fall safen und nicht auf Exit Press gehen. Ich glaube, die Idee war, da eine Falle zu machen, also eine Falle zu stellen und dann eine AK rauszuholen oder sowas. Jetzt haben sie halt 2 Leute mit Armor aus der vorigen Runde. Steel hat selbst schon gekauft. Also natürlich wird es geforst, ist ja klar. Und Steel kriegt wieder die UMP. Diesmal sogar gedroppt von AZK. Okay. Steel steht richtig auf die ja, exotischen Waffen mittlerweile. Auf die 5-7, die UMP. Sieht man immer seltener. Jetzt kommen hier schon die Verschwörungstheoretiker in den Chat. Das ist doch Absicht. Nein, ich glaube nicht. Also, ich glaube, das schwerste Spiel für Steel war das Matchfixing-Spiel, das er verlieren musste. Ich glaube, das war das schwerste Spiel seiner Karriere, weil er sich beherrschen musste, seinen inneren Tryhard bändigen. Oh! Swag und Steel bändigen den B-Go. Complexity war eigentlich gerade auf dem Weg zurück zur Bombe, um die mitzunehmen. Das wird jetzt umgeändert in den anderen Plan. Es wird der A-Go. AZK steht close mit der CZ. Kuster an der Scout. Kümmert sich um Lang und der Anschuss gegen Android. Complexity tut sich jetzt schwer. Kuster schießt auf sein eigenes Mate. Was geht mit dem ab? Leute! Schaut doch mal, da oben gibt es so ein kleines Viereck. Da seht ihr eure Teammates. Nennt man Radar. Slammy hat gegen die Smoke-Probleme, muss jetzt aber auch vorbei. Sein Teammate hält für ihn nicht genug auf. Dev mit der CZ und der AWP im 1-on-3. Und Swag
bringt es in die Overtime mit der AK. Torx bleibt am Leben mit einer CZ-Round. Mit einem vogelwilden Bein, eine Scout haben sie dabei gehabt, eine UMP. Kuster hätte fast sein eigenes Teammate über den Haufen geschossen. Und trotzdem schafft es Torx zur Overtime. Und nach diesem Comeback wird sich Complexity selbstverständlich ärgern, dass sie nicht weitergekommen sind als bis zur 15. Runde. Aber wir haben unsere OT, wir haben unsere Verlängerung. Und das im zweiten Best of Three dieser ESL Pro League Relegation zwischen den beiden amerikanischen Teams. Zwerg beweist, dass er diese Chance nutzen will. Jedes Mal, wenn wir ihn gesehen haben bei den Eyeball Power Invitationals und sowas, bei den Beyond the Summit Veranstaltungen, hat er Zahlen und Plays vor allem gebracht. Er spielt, als wäre es ein weniger als ein Practice Game. Als würde er Matchmaking mit irgendwelchen Real-Life-Kumpels zocken und sie smurfen. So spielt Swag gegen Profis auf LAN. Oh, da hat AZK nur noch 18 HP, aber er bleibt am Leben. Complexity darf jetzt auf der T-Seite bleiben. Ist insofern ein Vorteil, weil sie noch im Flow sind. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Nachteil, weil Torx genauer weiß, was Complexity vorhin so vorhatte, was gut geklappt hat, welche Stellrädchen sie noch drehen müssen, um noch besser zu halten. Und der AZK muss in dieser Ecke einfach sterben. Da geht kein Weg dran vorbei. Wenn der weiter so in der Ecke stehen bleibt. Aber durch Kuster ist er noch viel stärker geworden. Svenny wartet geduldig mit seinen Mates. Android ist im Teppich. Und Poyo am CT-Spawn. Lang wieder mal offen gelassen. Swag aimt das selbstverständlich trotzdem ab, aber der Weg dorthin und durch Lang ist eben offen. Aber Proyo holt sich Slammy. Jetzt wissen die CTs natürlich, was los ist. Schaut euch diese Rotation an. Genau. AZK und Swag sind sofort in die Mitte gerannt. Sie dachten, es wird ein B-Split, aber es ist weiterhin der Argo. Dev mit dem nächsten Frag. Professor Chaos hat die Bombe gelegt. Und das 2-3 ist durchaus machbar gerade. AZK mit nur 18 HP. Poyo hat nur 12. Professor Chaos hält, hat Steel da schon gesehen. Jetzt das 1-on-1. Er nimmt es an. Er weiß, dass AZK aus dem Apartment nachkommen wird. Und super schöner Wear von Professor Chaos gespielt. Dev in der Ecke unter Feuer von Poyo. Mit seinen 12 HP killt Poyo seinen Gegenspieler. Und Professor Chaos muss jetzt eigentlich nur noch durch die Smoke sprayen und die Runde gewinnen. 4K von Mr. Chaos. 16-15. Sehr stark gespielt dann kurz von ihm. Er nimmt das Duell gegen Steel an, ist aber gleichzeitig mit einem Auge auch nach hinten orientiert, weiß genau, dass AZK die Gelegenheit, die Steel ihm bietet, ausnutzen will, um den Frag zu machen. Aber Professor Chaos war ihm einen Schritt voraus. Schöner Game Sense. Und selbstverständlich auch möglich gemacht durch Dev. Uiuiui, der war aber Gold ohne Ende. Nicht, dass sie irgendwie in Amerika eine Stadt um Yay rumbauen. Und ein neuer Goldrausch ausbricht. Bei Steel auch. 2 Kills schon. An der AWP die Banane gut gehalten. Und ihr könnt ihr meinen, Complexity will, dass er sie einfach alle killt. Die bleiben. Dann haben wir vorhin so eine Runde der Game Sense on Point, Rotation, Clutch Play, alles cool. Man hat gesehen, dass die Torx-Spieler von Kurz, nachdem hier der Kill gefallen ist, sofort hier rumgehen und backstabben wollen, weil sie denken, es war ein Split und weil Poyo hier den Kill gemacht hatte.
Ich denke, geil, ja. Richtig fette Runde. Und dann rennen 4 Ts die Banane hoch ohne Smokes und Flashes und lassen sich von Steel hier abknallen. Was ist das? Wie kann sowas überhaupt passieren? Dass 1, 2 Leute da gepickt werden, ist ja klar, aber dann der dritte und dann der vierte. Und wir haben das Timeout. Wahrscheinlich, um genau sowas zu vermeiden, weil Complexity da die Banane so überhastet reinstürmt und super leicht zerlegt wird von Pork. Das können sie sich nicht erlauben. Genauso wenig wie Booster, der jetzt bitte nicht die Stairs pieken wird. Das hat er vorhin schon getan. Vielen Dank. Yay! Steht in der Banane. Diesmal nicht ganz weit vorne. Man sieht sofort eine Änderung nach diesem Timeout. Das kommt mir vor, als wäre einmal der Papa durchgegangen und hätte die Rückhandschelle verteilt. Und plötzlich sind alle Kids wieder sitzen aufrecht, schön die Finger auf der Tischkante und lassen nichts mehr anbrennen. Außer, dass Steel eben Wallbangs verteilt ohne Ende. Ist in dieser Runde noch nicht viel passiert. Eben genau wegen dieser Disziplin, die ich angesprochen habe, die ich vermisst habe. Boah. Eieiei, Steel. Das war ein richtig geiler Shot. Oh, da das riskiert, muss ich sagen. Hat sich gelohnt. Kein Vorwurf. Aber es kann auch in die Hose gehen. Cooster währenddessen in der Mitte ausgeholfen, indirekt sozusagen auch Complexity daran gehindert, auf der anderen Seite der Map Kontrolle zu erlangen. Sie müssen also eigentlich in den B-Spot. Und das ist jetzt dumm für Complexity. Da stehen schon 3 CTs. Backstabber ist auch schon unterwegs. Hier Swag ist am Start. Kommt aber ein bisschen zu spät. Steel wird wahrscheinlich nochmal zu lange. Es ist Booster durch den Smoke. Und Poyo lässt Android verrecken. 17 zu 10. 17 zu 16 für Torque. Jetzt sind sie auf der T-Seite wieder. Da haben sie vorhin 12 Runden gewonnen. Das sah extrem leicht aus. Complexity hatte selten was entgegenzusetzen. Hat sich das jetzt geändert? Hat sich Complexity gefangen? Wir kennen das ja selber. Am Anfang des Matches bist du ultra nervös oder sowas, wenn es um was geht. Dann gehst du auf die Bühne und es ist weg. Zack. Vielleicht war bei Complexity einfach die erste Halbzeit noch nicht klar, dass sie jetzt auf der Bühne sind. Und in der zweiten Halbzeit ist die Nervosität weg und sie spielen einfach CS. Bewusst das Gute weggelassen. Es war CS. Es war okay. Es war gut. Genug. Und vielleicht schaut diese Overtime, diese CT-Seite von Complexity jetzt komplett anders aus als vorhin. Erschwerend kommt natürlich dazu, dass Complexity jetzt Geld hat, dass ihnen die erste Halbzeit weitestgehend gefehlt hat. Kommen die Smokes, lang ist offen. Game muss in den TT spawnen. Ja, das ist ein großes Problem jetzt für die TTs, weil Yay zu weit weg war und eigentlich niemand den TT-Spawn unter Kontrolle hatte. Jetzt sind die hier über die ganze Map verteilt. Dev, die zweite AWP muss einspringen. Slammy killt währenddessen AZK, die Bombe also erstmal gestoppt. Kusta hat mit der AWP keinen Bock, da noch weiter vorzugehen. Jetzt hat er die Möglichkeit gehabt, Slammy zu killen. Dreht sich aber weg, Android geht down. Und Kusta, der muss so aufpassen. Er schaut sich um, aber zu spät und die Bombe droppt noch in den Fuchsbau. Geiler Molotow auch von Slammy, das kann er nicht wissen. Das ist kein Molotow, den man regelmäßig wirft. Aber sein Laufweg war sehr schön, wenn er jetzt dann noch Swag gekillt hätte, das ist noch besser gewesen. Schaut euch die Positionen der verschiedenen Spieler an. Professor Chaos auf dem A-Spot noch. Dev ist mitten in der Mitte, wird dann von Swag rausgenommen, ganz leicht. Und Poyo wartet schon auf Professor Chaos. Schade für Complexity. Das war eine aussichtsreiche Runde. 18 zu 16 trotzdem. Getalkt und die haben jetzt 2 Matchpoints.
Na, Nordboy. Der war ganz für dich. Auf die geht's, wie du letztens gesagt hast, wieder besser. Und jetzt wieder zurück zum Spiel. Denn Complexity steht zu dritt in der Banane gegen. In der Mitte könnte Poyo das Timing versuchen auszunutzen, aber dann kommt schon der Smoke rein. Also jetzt hat sich erstmal nichts getan. Dort lässt Complexity nicht mehr ganz so viel Zeit. Sie wollen das Ganze etwas beschleunigen und Android sprayt da eine nach dem anderen. Sehr geduldig. Super Support Flash aus der Pit. Er hat aber den letzten nicht erwartet. Das war Kuster. Womöglich gewinnt er jetzt das 1-on-5. Jetzt habe ich es gejinxt und wenn es jetzt nicht passiert, dann kann ich sagen, das war meine Macht. Aber Professor Chaos ist down. Und wenn er es macht, kann ich sagen, ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst, dass ich es gejinxt habe. War ganz klar. 18-17. Complexity kann sich bei Android bedanken, der 31 Kills gemacht hat. Swag mit 32. Ich wollte nochmal an die heroische Arbeit von AZK auf dem A-Spot erinnern. Ansonsten wären wir hier jetzt nicht in der Overtime. Ja! Ja, Brotkasten. Big ist in der Pro League. Also, schmeißt euer Twitter an und gratuliert den Jungs. Oder gebt Ausrufezeichen Caster ein und retweetet einfach meinen Tweet. Dann müsst ihr selber nichts tippen. Android. Wieder in der Mitte. Wieder so aktiv. Oh, Kuster hatte Glück, dass er die Piste noch im richtigen Moment rausbekommt. Professor Chaos jetzt in der Bibliothek. Unterstützt von Dev. Aus der Pit. Und eigentlich eine Runde, die sehr vielversprechend vertorkt ausgesehen hat. Durch die sehr schnelle Kontrolle, die sie aufbauen konnten. Vor allem auch über lang. Jetzt doch etwas schwerer geworden als gedacht. Wenn Dev da den Kill in der Bibel oder an der Bibliothek nicht macht. Wenn, andererseits, wenn Android den Kill gegen Booster macht, dann ist auch nochmal anders. Ja, und sie haben den richtigen Riecher. Jay ist gerade alleine am B-Spot. Wenn er jetzt einmal vorbeischießt, dann sind sie durch. Dann muss er den Spot aufgeben und sie müssen retaken. Und man weiß nie, was im Retake alles so passiert. Ja, da wird erstmal schön Inferno verursacht von Torg. Pun komplett intended. Den habe ich mir vorgestern noch ausgedacht und aufgeschrieben, übers Bett gehängt und eingerahmt. Und Jay rahmt sich Kuster ein. Inside Zielkreuz. Dann pusht er aber nach vorne. Vollkommen sinnlos mit der AWP, das so schnell zu machen. Swag. Verschießt aber einmal. Jetzt nur die AWP noch rausnehmen. Was war das? Holy verdammte Axt. Eieiei, Swag. Was ging denn da ab? Was ging denn da ab? Okay, Sekunde. Ich muss das mal kurz Revue passieren lassen. Ich nehme euch gleich mit. Eieiei. Diese beiden Flicks von Swag. Krasser Shit. Hammerhart. Aber egal. 18-18. Wir gehen in die nächste Overtime. Zwei AWPs für Complexity. Gibt es eigentlich schon ein Headset, das auf den Schultern aufliegt und nicht auf dem Kopf? Das wäre ziemlich cool. Dann kann mein Kopf nicht mehr drehen. Das ist auch so. Egal. Streich das unter
Caster nähert sich dem Wahnsinn in der zweiten Overtime und hat komische Ideen. Ah, es wäre schon bequem, oder? Oder eins, das dann halt noch an den Ohren anliegt und sich dann mitdreht, aber eigentlich so ein Gestell an den Schultern hat. Ich schlag das mal vor. Wäre super bequem. Ich stelle mir das richtig geil vor. Yay. Stellt sich gerade vor, wie er in der Banane Chaos verursacht. Oh, schaut euch das an. Dieser Aimlock. Ah, Kuster. Der Spielverderber. 5 gegen 4. Dank ihm. Slammy ist aber noch die Unbekannte am B-Spot. Professor Chaos werden sie erwarten, aber Slammy wahrscheinlich nicht. Vor allem nicht jetzt, wo sich Professor Chaos im Spot gezeigt hat. Ja, man hat schon gesehen, Kuster, der voll den Tunnelblick gehabt. 3 gegen 4. Torgt hat lang unter Kontrolle, aber am... Ja, gut. Am A-Spot steht nicht nur Dev, sondern auch Android. Und der macht einen super Job gerade. Gefällt mir mega. Also die Leute haben nicht so viel versprochen, als sie gesagt haben, Android und Dev zerschießen Nordamerika im Alleingang. Phase jetzt für Tor. Zwei Versuche haben sie noch. Eine T-Runde brauchen sie auf jeden Fall. Schön zu hören. Erstmal noch. Du weißt, wer gemeint ist. Und Android steht wieder an kurz. Aber diesmal ist das Timing von Tor ein bisschen besser. Es ist gut genug gegen Dev. Smoke lassen, also jetzt kommt da die dritte Smoke hinterher. Nicht so schlimm. Der von Jay sind aber schon auf 50 HP runter, das ist schlimmer für sie. Geldtechnisch vollkommen egal, was sie jetzt machen. 16.000 in der Overtime in drei Runden, kannst du das nicht ausgeben. Und da kommt nochmal eine Smoke. Also sie verhindern einfach, dass Dev überhaupt irgendwas sieht. Damit kann auch der beste AWP-Spieler nichts mehr gegen sie unternehmen. Torgt gewinnt ihre T-Runde. Wieder ein explosiver, schneller Go. Apartments und Kurz wurden diesmal angespielt. Torgt ist nicht so diese Säge. Viele Leute sagen, sagen dazu die Seesaw, die, ich sag mal, den... Zwei Leute ziehen an dem Sägeblatt hin und her und sägen dann den Baum kaputt. Das ist eigentlich immer dieses zack, 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 zack. Zwischen den Spots hin und her, damit die CTs nicht mehr wissen, wo sie dann eigentlich hin sollen. Und oder bei der Rotation dann erwischt werden. Oder nicht in ihrem perfekten Setup stehen. Es geht ja auch darum, du machst ein Kreuzfeuer, dein Teammate wird zur Rotation gebraucht, er geht, dein Kreuzfeuer ist offen, dann wird getradet und es gibt keinen Retrade. Und genau um solche Kleinigkeiten geht es eben bei dieser Sägenbewegung. Das hat Torque noch nicht ganz so oft eingesetzt, ehrlich gesagt. Die sind sehr zielstrebig, was das angeht, finde ich aber auch ganz cool, verschiedene Spielstile eben zu sehen. Jetzt oben in der Banane und seine Mates machen sich bereit für den Argo. Complexity verschiebt aber gerade zu 2 zu B. Professor Chaos damit ein super wichtiger Spieler, genauso wie Yay. Aber die haben beide nur die AWP in Anführungsstrichen. Yay hat seine schon mal erfolgbringend eingesetzt. Und die T's slowen nochmal down. 25 Sekunden auf der Uhr. Die Smokes halten sie erstmal davon ab, in den Spot einzudringen.
wird es ganz wichtig, dass Jay nochmal trifft. AZK wird angeschossen. Der zweite sitzt auch. Slammy ist da. Android kommt von lang. Die Bombe wird gleich gelegt. Android hat jetzt eine Entscheidung zu fällen. Gehe ich rein oder warte ich auf meinen Mate? Und er will reingehen. Er sieht Coosters Lauf. Er sieht die Hand und er sprayt in die Hand. Macht nicht genug Schaden damit. Problem für ihn, aber Dev ist zur Stelle. Und genauso wie Dev killt Android seinen Gegner. Complexity. Also mit dem 20:19. Wieder ein 2:1 auf der CT-Seite. Ganz normale Standard-Scoreline. Vor allem auch in der Best of 3. Also in der 3-Runden-Overtime geht es häufig 2:1 aus. Man of the Match für mich jetzt schon Android. Der hat gerade schon wieder so einen wichtigen Part gespielt. Lese ich hier Shit Talk? Was? Ja, der Sound ist spiegelverkehrt. Bubi, das ist schon bekannt. Danke nochmal für den Hinweis. Leider kann ich da gerade nichts dran verändern. Das war im ersten Spiel nicht so heute. Also liegt es nicht an uns. Ich gehe davon aus, dass es irgendwie mit dem Spiel zusammenhängt. Ich werde nach dieser Map das Spiel auch mal neu starten und so weiter und so fort. Ist ein bisschen komplizierter hier im Studio aufgebaut als bei euch zu Hause leider. Und wir konzentrieren uns wieder aufs Spiel. Yay, hat schon mal den ersten Kill gemacht. Und Torqued will jetzt die Apartments ausschließen. Complexity hat jetzt nicht so Apartment-heavy gespielt, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so, als würde Torqued ihnen einen Teil ihrer Strategie damit denyen, sondern wow, Cooster noch gleichzeitig mit Android praktisch den Kill gegen Slammy gemacht und Android hat eben Cooster gekillt im gleichen Moment. Aber Torqued wollte eben die Initiative, deswegen hat Cooster auch aus den Apartments rausgepiekt und vielleicht kriegen sie dafür jetzt die Quittung. AZK killt aber Professor Chaos und die Bombe ist gedroppt. Dev nimmt sie aber mit auf den Spot. Torqued steht gut für den Retake, schon da. Complexity kann sich nicht so viel Zeit nehmen mit den Afterplan-Positionen. Jay smoke zumindest mal lang. Muss Complexity trotzdem noch abaimen. Besonders in so einer Situation. Die Smoke ist keine Wand und die CTs pushen gerne durch diese Bibliotheken-Smoke. Android sieht die ersten beiden Spieler schon und rucki-zucki geht das den Bach runter für Torqued. Yay! Mit zwei schnellen Kills gegen Poyo und AZK und das 21:19 für Complexity, die nach einem 12:3 zurückgekommen sind und sogar einen Matchpoint hatten. Also einen Map-Point. Die zweite Map ist übrigens cached. Und genau, ein Hotfix für den vertauschten Sound ist, das Headset schnell umzudrehen, falls es euch zu sehr beeinflusst. Und ich habe gerade schon gesagt, ich werde dann das Spiel neu starten und schauen, ob es dann besser ist, weil es im ersten Spiel... Wow, Dev und Slammy fangen schon mal stark an. Das ist nicht gut für Torqued, logischerweise. Das Einzige, was für sie spricht, ist vielleicht der Fakt, dass Poyo noch einigermaßen Kontrolle über Banane hat, dass er zumindest nicht in der Construction schon drin steht. Und Torqued setzt alles auf eine Karte. Die gehen zu dritt zum B-Spot. Poyo hat die Bombe gedroppt. Die müsste nach vorne gefallen sein. Die ist zu ihm gefallen. Oh, come on. Wann haut Valve endlich diese Scheiße raus? Physik auf der Bombe zu haben, ist so unglaublich dumm, dass alles zu spät ist. Dass sie nach vorne geschmissen wird auch. Und Swag mit dem Smoke Spray gegen Dev.
Das setzt dem Ganzen noch das i-Tüpfelchen auf. Ich sag noch, das Einzige, was für Torch spricht, ist Poyos Kontrolle über die Banane. Und jetzt sehen wir auch, warum das so wichtig war. Swag, nochmal mit dem Double Spray. Nein, nur einer. Poyo tradet aber. 1 gegen 2, Professor Chaos. Könnte für Complexity jetzt die erste Map gewinnen. Oder es wird nochmal knapp. Wir müssen dann nochmal in eine Runde und Poyo kriegt den Triple Kill. AZK wurde nicht mal gebraucht. Torque bleibt also am Leben, obwohl es ein sehr schnelles 5 gegen 3 war, kann Complexity einfach nicht die Runde gewinnen. Und dann nehmen sie sich das Timeout. Es ist jetzt ihre beste Chance im Moment, das Spiel zu beenden. Ihr letztes Timeout genommen. Sorry, ich habe die Pause jetzt mal kurz genutzt, um meinen Rücken nochmal einzurenken. Auch ich bin kein Roboter. Complexity geht jetzt wieder in die Apartments. Lustigerweise war vorher Torque zu zweit dort. Torque wieder in ihrer klassischen tiefen Position an B. Und gleichzeitig 3 Spieler an kurz. Das ist wohl ihr Go-To-Setup. Das benutzen sie sehr oft. Android und Professor Chaos kommen dann zu zweit durch den Boiler Room nach draußen. Schon mal reingeflasht. Erste Bait. Professor Chaos und Slammy zerschlagen dieses Setup erst. Tooster steht immer noch close. Da kommt die Nate. Schau mal, die sind alle moven. Torque mit den Hosen unten. Alle gestolpert. Slammy legt sie nieder. Und Professor Chaos hat 99 Damage received. Steel und Poyo im 2-on-5. Sie müssen es versuchen. Sie haben keine andere Wahl mehr. Und Complexity hatte alle Zeit der Welt, in die besten Afterplan-Positionen dieses Planeten zu kommen. 22-20 am Ende, nachdem Yay den Schlusspunkt setzt. 38 Kills von Android. Mega krass gespielt von ihm. Swag konnte bedingt gegenhalten mit 37, aber Android einfach ein Level drüber. Richtig krasses Ding von ihm. Die zweite Map ist Cash, der Map-Pick von Complexity. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie die sich darauf geben. Autsch. Ich bleibe jetzt einfach mal kurz sitzen. Bin ja schon 29, kurz vor der Rente sozusagen. Also ich bin super gespannt, wie Cash jetzt dann gleich anfängt auch, wie explosiv die beiden Teams da spielen. Ob sie es sehr langsam strategisch angehen, ob es mehr um die Mittekontrolle geht oder ob sie einfach straight in den Spot gehen. Also bei Torqued sehe ich so eine Mischung von verschiedenen Stilen. Am Ende haben sie auf Inferno sehr geradlinig gespielt und Complexity auf der anderen Seite halt auch im Endeffekt. Es ist nicht dieses extrem durchgeplante Spiel, sondern eher ein intuitionsbelastetes. Liegt natürlich auch daran, dass Complexity 2 Spieler gewechselt hat. Sie haben ja Professor Chaos und Slammy gekickt und sich dafür Shazam und Stanislav geholt, die jetzt auch die Ligenspiele bestreiten. Es ist also davon auszugehen, dass Complexity in letzter Zeit in dieser Konstellation nicht viel trainiert hat. Und sie gewinnen trotzdem gegen Torqued. Also, da müssen die Jungs um Stil nochmal eine Schippe drauflegen. Ich hoffe, dass Cash mindestens genauso knapp wird wie Inferno. Und dann lasst ihr euch in eine kurze Pause. Ich bin gleich wieder da. Und dann geht's weiter mit der ESL Pro League Relegation. Vielen Dank fürs zahlreiche Erscheinen. Wir sehen uns gleich. Muah.